Hi Leute, ich bin's wieder mit einem neuen Video. Und zwar bin ich da die letzten 2, 3 Tage auf Sachen gestoßen, wo wieder jemand gepostet hat, wo ich brüllen könnte vor Lachen. Ja, also ich erzähle jetzt einfach mal frank und frei. Die Person bringt es doch tatsächlich fertig, sich mit Clemens und der Wikipedia-Hetze von ihm gleichzusetzen. Ja, ich wusste gar nicht, dass sie ein Wikipedia-Profil hat. Das ist mal das Erste. Und jetzt versucht sie da, die kritischen Kommentare, wo man ihr zukommen lässt, das mit ja, falsche Behauptungen und Lästereien gleichzusetzen. Und sie wird ja so durch die Medien gehetzt, so auf die Art. Der zweite Brüller, wo ich entdeckt habe, sie hat einen offenen Brief an den Herr Werle geschickt oder geschrieben halt. Sie hat ja nicht unter seinem Kanal irgendwie kommentiert, sondern auf Facebook bei sich. Und sie bringt es tatsächlich fertig, den Herr Werle, einen Bestseller-Autor, dort zu diffamieren. Ja, der macht es schon ein paar Jahre länger wie sie. Und sie meint jetzt tatsächlich, sie könnte ihm da irgendwie sagen, er soll das unterlassen. Er hat sie mit keinem Wort erwähnt, er hat halt nur, ja, Bericht erstattet, sozusagen. Ja, ich bin mal gespannt, ob der Herr Werle da drauf reagiert, ob da was passiert. Aber ich denke mal, der Herr Werle ist 10-mal cooler wie sie und geht da gar nicht drauf ein. Also das ist echt, man will schon fast sagen, unverschämt, was sie da über den Herrn Werle schreibt. Der dritte Brüller, wo mir aufgefallen ist, Moment, jetzt muss ich mal kurz den Post suchen. Ach. Ah ja, den Push, die habe ich gesucht. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt respektlos oder indiskret geäußert. Im Gegenteil, und ich stehe in gutem Kontakt mit der Familie. Hier geht es im Übrigen nicht um Herrn Awey, sondern um mein mediales Problem und die Angriffe, denen ich mich ausgesetzt sehe. Auch ich darf. Da scheint sie zu wundern, zumal nach Monaten der Trauer und der Herabwürdigung durch Hetzer durchaus etwas dazu sagen. So, jetzt habe ich den Post gefunden. Passt mal auf, was sie da schreibt. Und zwar antwortet sie da auf einen Kommentar. Ja, einfach nur schlimm. Noch schlimmer finde ich es aber, dass ich nur so wenige Opponenten, wie sie wieder mit Fremdwörtern um sich schmeißt, hier zeigen und stattdessen hinter meinem Rücken ihre verbalen Angriffe tätigen. Besonders in Facebook-Gruppen, auf YouTube und offenbar laut einigen Usern sogar auch auf Kanälen wie TikTok, wo ich mich nicht einmal aufhalte. Dann doch bitte lieber frontal und direkt an mich, anstatt zu lästern,
Hass und falsche Behauptungen zu verbreiten. Ohnehin wäre es mir lieber, man würde sich auf intellektueller Ebene mit mir anlegen, stattdessen monatelang in Form von Mobbing, primitive Aggressionen an meinem Namen abzureiben. Ja, was soll man dazu noch sagen? Also, erstmal dieser Satz, dann doch bitte lieber frontal und direkt an mich, anstatt zu lästern, Hass und Behauptungen zu verbreiten. Man hat versucht, frontal auf Augenhöhe zu begegnen und hat kritische Kommentare geschrieben, bei denen sie sich bei sehr vielen, ja, sozusagen hinter der Privatsphäre versteckt hat, sozusagen. Beziehungsweise hat sie solche Kommentare ja eben umgehend gelöscht und diese Nutzer blockiert. Ja? Also das ist ziemlich feige, muss ich da mal sagen, sowas zu behaupten. Ja, man wollte mit ihr sprechen. Ja, man hat Kommentare geschrieben und wenn ihr die Kommentare nicht gepasst haben, dann hat sie die einfach gelöscht und die Verfasser blockiert. Also so geht's nun auch nicht. Dass sie da die Menschen, wo kritisch nachfragen, solche Unterstellungen nachsagt. Ja, man würde über sie lästern und Hass und falsche Behauptungen verbreiten. Das Beste, so irgendwo hat sie noch geschrieben, so man würde Verschwörungstheorien verbreiten. Ist es John F. Kennedy oder wie? Außerdem zu dem Begriff Verschwörungstheorie, ja, muss ich auch mal was sagen. Ich glaube, das weiß keiner, woher dieser Begriff eigentlich kommt. Und zwar ging es eben damals um das Attentat auf John F. Kennedy, wo auch schon viele, genügend Weitblick zu haben, um zu sehen, dass da was nicht stimmt. Ja? Und wie es nun mal so ist, wird ja die Wahrheit gern unterdrückt. Und deswegen hat damals das FBI eben solche Nachfragen oder kritische Kommentare oder sogar Fakten als Verschwörungstheorie betitelt. Ja, dass man das Ganze schön in das Lächerliche ziehen kann. Ja. Vielleicht soll sie sich darüber mal Gedanken machen, was sie da für Wörter benutzt. Ja, wir sind auch nicht auf der Nudelsuppe hergeschwommen. Ach ja. Dann möchte ich mal noch ein paar Worte zu diesem Brief, wo angeblich die Frau Awey geschrieben hätte und ihr zukommen gelassen hätte. Ja, dieser Brief soll die Frau Awey ja angeblich am 27.02. ihr elektronisch übermittelt haben. Das war ja gerade mal 8 oder 9 Tage nach, ja, wie soll ich sagen, Clemens Auffinden, sagen wir mal so. Und ich glaube nicht, dass die Frau Awey
Nach so kurzer Zeit die Nerven gehabt hätte, sowas für die, ihre Sohnbrief zu schicken. Da hat sie bestimmt andere Sorgen gehabt, wie, ja, sie zu unterstützen. Ja, in irgendeiner Form. Und wenn der Brief am 27.02.23 an sie gekommen ist oder an sie geschickt wurde, warum kommt sie da jetzt erst mit rum? Und es ist ja auch wieder so mit allem anderen. Sie sagt, sie meint, sie behauptet. Einen handfesten Beweis hat keiner von uns gesehen. Ja, behaupten kann sie viel. Und außerdem, wenn die Frau Arwey sich darüber zu Wort melden wollte, dann bräuchte sie bestimmt nicht sie dazu. Hier habe ich mal noch einen Kommentar gefunden zu Verschwörungstheorien. Und zwar schreibt hier eine mit der Bitte um Klärung. Anscheinend ist das allerdings partout nicht gewünscht. Was soll das? Bitte unterlassen Sie die Belagerung von Personennamen mit solchen Verschwörungstheorien. Mit dem Schimpfwort Verschwörungstheorien haben sich bisher sämtliche Wahrheiten offenbart. Der Kommentar hier ist auch, möchte ich auch mal vorlesen. Und zwar antwortet sie hier jemanden: Unter Schock und Trauer habe ich wertschätzende Öffentlichkeitsarbeit geleistet und Clemens und mich bestmöglichst geschützt. Ich schulde unseren Lesern als Co-Autorin auch keine Rechenschaft zu persönlichen und misstrauischen Nachfragen. Falsch. Falsch. Sie haben sogar die Aufgabe, das richtig zu stellen. Ja? Wie gesagt, kritische Kommentare werden einfach gelöscht, die Nutzer werden blockiert. Die Kommentatoren werden dann beschimpft, ja, dass sie Hass und Hetze und Cybermobbing gegen sie betreiben. Was soll das? Ah ja, hier habe ich auch noch einen Kommentar von ihr. Also, da hat sie ziemlich dick aufgetragen. Das wirkt sehr gekünstelt und sehr teletralisch. Ja, also wie ein Stück im Theater in Szene gesetzt. Ja, also eine Person, wo am Trauern ist, würde so nicht schreiben. Also das ist schon wieder zu persönlich, sage ich jetzt mal. Passt mal auf. Es war für mich als Ungeübte bei so vielen Einzelclips nicht nur eine technische Herausforderung, sondern vor allem eine extreme emotionale Probe, auf die mich der Videoschnitt gestellt hat. Und Clemens darin zu sehen und zu hören. Fieber, Tränen und allerlei anderes habe ich in den letzten Wochen dabei durchgemacht. Das schreibt sie jetzt, knapp 4 Monate nach dem Vorfall, sage ich jetzt mal. Jetzt fällt darauf auch mal ein, von Trauer zu reden. Sie war einer der ersten, wo sich mit dem Tod von Clemens gleich mal profiliert hat. Ja, indem sie diesen komischen Nachruf ich glaube, am 25. oder 27.02. gemacht hat.
Da hat sie sich ja schon mal vorgedrängelt, ja, wo man von der Familie nichts gehört hat. Ach, genau, da fällt mir noch was ein. Sie hat sich ja irgendwo beschwert, dass sie da als Hexe betitelt wird. Da möchte ich euch mal an den Post auf Instagram von ihr erinnern. Ich glaube doch, Instagram war das. Wo sie schreibt aus Peru. Und zwar war das ein Post vom 22. Oktober 2020, wo sie selber eben schreibt, die Familie und beziehungsweise wo sie sich eigentlich selber als Hexe outet, weil sie hier schreibt, was für ein Segen in dieser Gemeinde von Hexen. Also ich sehe das so, dass sie sich ja da selber als Hexe zugehörig fühlt. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, sie behauptet ja auch, dass Clemens eine öffentliche Liebeserklärung an sie gemacht hätte. Ja, sie bezieht sich wohl auf dieses Video, wo sie da am Kaffeetisch sitzen und er aufsteht. Ah ja, genau, wo sie an dem Kaffeetisch sitzen und sich mit den Störls unterhalten, so, und dann ging es wohl drum, wie alt man eigentlich werden kann, so. Oder, ja, wurde gemeint bis zu 120 Jahren. Und ja, die Frau Störl meinte wohl so in die Richtung, ja, nee, das muss nicht unbedingt sein. Und der Clemens dann eben so sagte, mir schon. Ja, also ich beziehe das wirklich auf die Frage, will man so lang leben? Hat er gesagt, ja, mir schon. Ob sie das als die Liebeserklärung darstellen will, also ich weiß nicht. So, hier habe ich noch einen interessanten Kommentar gefunden. So ein Geschwätz von Freundin, Ex-Beziehung, Co-Autorin, Heiß-Kalt-Beziehung, angesetzte Bespitzelung, Affäre. Ich bin in die Falle getappt, trifft es wohl besser. Anfang August 2021 kam sie aus Peru nach Bonn und am 14. September 2021 schon in Beziehung zu CA, verkündet mit einem Ritualaltar der Liebe. Das nennt man wohl genau das, was es war, Falle, ohne ihr überhaupt einen Vorwurf zu machen. Lest ihre Post und lest sie gründlich. So wie er bereits 2008 davon schrieb, dass sogar Liebesbeziehungen als Bespitzelung eingesetzt werden. Genau als das entpuppt es sich, wenn man alle Punkte verbindet. August 2022 hat sie bereits wieder in Bonn gelebt. Alles in allem mehr als auffällig und mitten im Corona-Thema und noch vieles mehr. Hier lese ich auch noch mal einen Kommentar vor. Und zwar, also sorry, Ihre Statements sind schon etwas komisch. Seit wann wird ein Selbstmörder, der mit einem gelben Hubschrauber abtransportiert, wenn es nichts zu verbergen gibt? Diskreditieren Sie ihn jetzt als psychisch Kranken, der Abtrupp Medikamente abgesetzt hat. Ach ja, da haben wir auch mal noch ein bisschen nachgeforscht, zwecks Medikamenten, Psychopharmaka, ja, wie lange die eigentlich brauchen, bis sie wirken. Ja, und zwar ist es das so, dass man da einen Medikamentenspiegel braucht,
und dieser Medikamentenspiegel wird erst nach 3 bis 4 Wochen ersichtlich. Spätestens nach 3 Monaten. Also kann das auch nicht so ganz stimmen, dass da gesagt wird, so, ja, weil er die Medikamente abgesetzt hat, hätte er eben den Freitod gewählt, weil er den Durchblick verloren hätte. Also das stimmt auch nicht. Ich weiß das zufällig selber, weil ich Thrombosepatient bin und ich muss auch regelmäßig zur Kontrolle, um den Medikamentenspiegel auslesen zu lassen. Hier lese ich euch auch nochmal einen Kommentar vor. Und zwar vom Zeitungsartikel vom Montag, 27.02. Ich weiß, ihr könnt es selber lesen. Ich möchte es aber dennoch posten. Weil sie nichts finden konnten, haben sie ihn wegen dem Zettel als Suizid eingestuft und somit wurden alle Ermittlungen direkt eingestellt. Aha. Auch bei Suizid brauchen Sie die Öffentlichkeit nicht zu informieren, wegen so einem Wisch. Es kommt einem alles skurril vor. Vom Zeitungsartikel vom 27.02. Der Link ist weiter unten. Im Zuge der vor Ort durchgeführten Erhebungen sowie der Leichen Beschau durch einen herbeigezogenen Arzt konnten keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt werden. Seitens der Staatsanwaltschaft wurden keine Anforderungen getroffen und der Leichnam freigegeben. Landespolizeidirektion Niederösterreich, 27. Februar 2023. Im Zeitungsartikel vom 23.02.23 sagt es Folgendes, was mich eher verwundert, wer das war und woher man das im Familienkreis hatte. Link weiter unten im Post. Awei habe sich Mitte Februar das Leben genommen, wurde aus dem Familienkreis des Forschers der kleinen Zeitung bestätigt. Jetzt werden es immer mehr, die an einen Freitod nicht glauben. In seinem gelösten Post auf FB hat Clemens zum Schluss uns, liebe Freunde, gebeten, etwas, egal was zukünftig über ihn berichtet wird, genau mit unserer Intuition und Wissen über ihn abzugleichen. Er wusste, dass er bedroht wurde und nicht nur mit Rufmord. Schaut den Post nochmal an. Ach Gott, und hier postet sie auch was. Am 14. Juni 2023. Überschrift Hetzjagd. Guten Tag, mein Name ist Beschmutzt. In der Amateurriege der Videoplattform YouTube wurde in vergangenen Monaten Content veröffentlicht, der maßgeblich zur Hetze gegen meine Person in weiteren Videos und in zahlreichen Kommentarspalten führte. Mit bis zu hunderttausenden Klicks und mehr spreche ich nicht mehr von einer Lappalie. Ich wurde von Ihnen psychologisch diagnostiziert und justiziell als aufs Schärfste verurteilt. Es ist mir neu, dass YouTube mittlerweile Unterhaltsmaschinerie, Nervenanstalt und Gerichtshof in einem ist. Da muss ich mal sagen, da müssen Sie ganz schnell Ihre Videos runternehmen, so, weil sonst wären Sie ja ein Amateur.
Okay, aber weiter. In manchen Fällen konnte ich auf höflich-sachlichen Wege die Löschung erbeten. Ah, reden Sie da so von den Videos bei der Stefanie Reich, wo sie sehr bedroht wurde? Sie soll die Videos runternehmen, sonst wird es eine Unterlassungsklage geben und sowas alles. Ist das damit gemeint? Immer mehr Links wurden mir unter großer Schockiertheit zugesendet. Habe sie mir oft nur kurz und an den entscheidenden Stellen angesehen. Diese Belastung war für mich im Zuge des der Trauerphase unerträglich und der Trauerprozess war wichtig. Jetzt ist die Zeit, eine Bilanz zu ziehen. Ich werde diejenigen, die hetzerischen Bild und Text nicht löschen oder sogar weiter Rufmord verbreiten, dafür belangen. Löschen Sie verleugnerische und beleidigende Inhalte umgehend auch im Zusammenhang mit dem Namenskürzel AM. Stichworte wie toxisch werden primär auftauchen, wenn man meinen Namen googelt. Aha. Wusste ich gar nicht. Narzisstin, Borderlinerin, Pseudowissenschaftlerin, böse Hexe, sogar Mörderin. Genau. Und zwecks dieser Hexe habe ich euch ja vorhin diesen Post von ihr selber vorgelesen, wo sie sich ja selber als Hexe outet. Und jetzt andere Leute beschimpfen. Ja, weil sie eben das gleiche Wort benutzen. Vor Privatsphäre und Persönlichkeitsrechten, auch Clemens betreffend, wurde auf YouTube kein Halt gemacht. Das Wichtigste zum Schluss, die Ächtung jedes klar denkenden Menschen hat ihr Verhalten bereits. Sie sind an den Rand des menschlichen Abgrunds galoppiert, treten sie zurück. Und dazu hat sie ein Foto gepostet, ja, von einem Hund, der einem Vogel nachjagt. Der Vogel flattert so vor so einer Klippe und der Hund springt praktisch von der Klippe. Was für eine Metapher. Habe ich noch einen Kommentar entdeckt. Mir liegt es fern, irgendwelche Wertungen gegenüber der Ex-Partnerin von Clemens vorzunehmen und ich habe ihr gedanklich mein Mitgefühl geschickt. Als ich gestern gesehen habe, dass sie vor 2 Tagen private Fotos von sich und Clemens als auch von Clemens kleinen Sohn eingestellt hat, empfand ich allerdings Fassungslosigkeit und möchte es nicht glauben. Niemand steht es zu urteilen, geschweige denn zu verurteilen. Dennoch, in Clemens Beitrag über das Ende der Beziehung hat er nicht nur seine Sicht, sein Empfinden zu den geteilten Fotos erklärt, sondern er hat zudem alle Fotos und Stories gelöscht. Dass eben diese Fotos nun postum eingestellt werden, ist mir unbegreiflich. Damit, und dies ist eine sachliche Kritik und ein Appell, den ich konstruktiv formuliert hatte, setzte sie über Clemens Aussagen zu diesen Fotos schlichtweg hinweg. Ich habe Clemens Wunsch an uns vor Augen und wollte lediglich darauf hinweisen, dass das Einstellen der Fotos eine Missachtung seiner Empfindung ist. Wie leider zu erwarten war, hat
Alessandra meinen höflichen Beitrag umgehend gelöscht. Ein anderer User hat geantwortet und schreibt, weil alles Negative sofort gelöscht wird. Auch mich hat sie ganz am Anfang für ein für mich harmloses Statement gebeten zu löschen. Ich habe es dann aus Respekt vor ihrer Seite und ihrem Wunsch getan. So, hier habe ich noch einen Kommentar gefunden. Wer nach dem ganzen jahrzehntelangen Missbrauch des Wortes Hetze von ahnungslosen Mainstream gegen Menschen, die sich auskennen, und der gleichzeitigen Hetzjagd vom System auf selbstständig Denkende, wie bei Aave, hier jetzt mit dem Wort unter Systemkritikern Naturmenschen ankommt, hat meiner Überzeugung nach nichts verstanden und weint lieber über den möglichen Imageverlust einer Waldfee als über den Tod eines kostbaren Menschen. Wer dieses Wort hier benutzt, ist selber ein Hetzer und wird vielleicht zu Recht als Agent oder bezahlte Opposition bezeichnet. Wenn die Ehrlichkeit so einem ehrlichen Text entgegen Aweis vermeintlicher Entscheidungen, ihn zu löschen, man muss nicht alles an Clemens respektieren, wieder aufkommen zu lassen, jemanden verletzt, dann wird auch die Ehrlichkeit zu sich selber, der betroffenen Person, diese Verletzung überwinden. Deswegen passieren überhaupt Verletzungen, damit wir sie über gesteigerte Ehrlichkeit und dadurch gesteigerte Einsicht, Bewusstsein und Wertschätzung von Werten überwinden. Wer hier Hetzer schreit, ist ein Opfer und Opferrollen sind meist die eigentlichen Täter. Er redet in dem Text auch von Intuition, der wir folgen sollen, und das machen hier zum Glück einige und geben sich auch für den Fall, dass sie sich irren sollten, dadurch die Möglichkeit zu noch mehr Wachstum. Es gibt kein Wachstum ohne Fehler, die man bereit ist, eventuell zu begehen, so wie es keine Weiterentwicklung ohne Mut zur Wahrheit gibt. Übrigens ist mir gerade noch was zu seinem Beziehungspost eingefallen, wo da gelöscht worden ist. Also eigentlich hätte man ihn gar nicht dazu drängen können, ihn denn zu löschen, weil er hat ja in dem Moment nur über sein Empfinden gesprochen. Das sollte man sich vielleicht auch noch mal durch den Kopf gehen lassen und durch über und auf der Zunge zergehen lassen. Und zu der ganzen Situation gerade fällt mir noch ein Sprichwort ein. Und zwar, wenn du einen Menschen kritisierst, beobachte, wie er reagiert. Ein dummer Mensch wird dich beleidigen, ein schlauer Mensch wird sich bedanken. So, das ist jetzt das heutige Wort zum Sonntag. Zwinker, zwinker. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. So, ich beende jetzt das Video, weil ich sehe gerade, es ist schon ziemlich lang geworden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.